Dieses Bild leuchtet mich geradezu an. Das ist wirklich der Blickfang in diesem gesamten Raum. Schon von Weitem kann man die feurige Energie dieses Bildes spüren. Wenn man näher herangeht, erkennt man, dass die Farbe ganz schön dick aufgetragen ist. Vielleicht sogar in mehreren Schichten. Ganz ehrlich, das Bild sieht für mich ganz schön verklumpt aus. Man erkennt Risse und Kratzer. Die gesamte Oberfläche wirkt irgendwie verkrustet. Der Hagener Künstler Emil Schumacher spielt hier sehr deutlich mit Reizen des Materials und der Beschaffenheit der Oberfläche. Mit seiner gestischen Malerei zählt er zu den bedeutendsten Vertretern der informellen Kunst in Deutschland. Informelle Kunst oder informell ist eine Strömung der europäischen Nachkriegskunst. Sie ist der Sammelbegriff für eine Stilrichtung der abstrakten, nicht gegenständlichen Malerei, die durch eine spontane, manchmal sogar wilde, gestische Arbeitsweise geprägt ist. Die Künstler des Informell wollten auf direkteste Art und Weise ihre inneren Zustände zum Ausdruck bringen. Eine Wiedergabe des Unbewussten. In den 1950er Jahren findet ein radikaler Umbruch in Schumachers Werk statt und die Malerei selbst wird zum Mittelpunkt seiner Arbeitsweise. In diesem Bild erkennt man kein eindeutiges Bildmotiv. Abgeplatzte Farbe und zufällige Strukturen erscheinen meist auf farbigem Untergrund. Ich finde, dass die Farben Rot und Orange das ganze Bild zum Glühen bringen. Außerdem erkennt man durch die verkratzte und abgeschabte Oberfläche darunterliegende Farbschichten. Inspiriert durch seine vielen Reisen in den Orient, reduziert Emil Schumacher seine Farbpalette auf die Primärfarben Rot, Gelb und Blau. Besonders die rote Farbe wird in den 1960er Jahren zu einem wichtigen Bestandteil in seinen Bildern. An manchen Stellen auf diesem Bild wirkt die Farbe transparent und lichtdurchlässig. Teilweise sogar so, als wäre sie noch flüssig. Außerdem ist auffällig, dass im Kontrast zu dem Schwarz und Rot hier oben eine weiße Fläche abgebildet ist. Und da, wo die Farben pastos aufgetragen sind, reflektieren sie sogar glänzend das Licht. Man sieht, wie dick die Farbe aufgetragen ist und teilweise kann man fast die Kraft spüren, die der Künstler in sein Bild gesteckt hat. Man erkennt, dass die Farben gespachtelt wurden und hier und da meint man sogar Spuren von Fingern oder Fingernägeln zu sehen. Sieht ein bisschen so aus, als hätte Schumacher hier vielleicht Erde oder Sand in seine Farben hineingemischt. Das sieht wirklich so aus. Das Körnige hier entsteht durch die großen Mengen an Farbpigmenten, die Schumacher in seine Farben gemischt hat. Übrigens, er hat seine Farben immer selber hergestellt. Insgesamt erinnert mich das ganze Bild an Höhlenmalerei. Das Bild heißt übrigens Libia. Meinst du, dass es also doch kein abstraktes Gemälde ist, sondern vielleicht doch etwas Bestimmtes darstellen soll? Mich erinnern diese spröden Farboberflächen an unbestimmte Formen oder an Erdformationen, vielleicht sogar an rote Lava. Die Natur hat Emil Schumacher immer wieder inspiriert und genau diese Naturhaftigkeit sieht man in allen seinen Werken. Emil Schumacher gab den meisten seiner Werke erfundene Titel, um die Bedeutung seiner Arbeiten offen zu halten. So können wir als Betrachter, wenn wir wollen, Dinge erfinden oder entdecken. Es lohnt sich bei Schumachers Werken also genau auf den Titel zu achten und sich zum Schluss dann seine eigenen Gedanken zu machen.